Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich muss gucken, wo ich alle sehe. Ich habe noch nie von der Kanzel runter gesprochen. Und es ist ein ganz neues Gefühl. Jetzt verstehe ich aber die anderen, die das immer so machen. Man kann wirklich alle sehen. Ne? Also, ich hoffe, ja, Sie können mich akustisch verstehen, aber auch inhaltlich verstehen. Und ich habe auch nachgehakt, wer ist denn heute da? Es interessiert mich, wer hört eigentlich zu? Und ich weiß, es sind viele, die aus dem Bereich Kindertageseinrichtungen kommen. Und dann geht es natürlich weiter. Wenn man dann älter wird, lernt man immer noch, also selbst in der Schule manchmal. Und all darüber möchte ich versuchen, Ihnen ein paar Prinzipien über Lernprozesse. Ich werde hier immer so rumlaufen, damit mich wenigstens einer ab und zu mal sieht, ne? Wenn Sie hinter dem Pfosten da sitzen. Und ich möchte tatsächlich über Prinzipien des Lernens sprechen. Ich neige dazu, schnell zu sprechen über Sachen, die Sie noch nie gehört haben. Ich habe hässliche Folien, die sind halt so rauskopiert, nichts geschönt mit PowerPoint und so. Einfach so, wie sie halt in den wissenschaftlichen Journals publiziert werden. Aber ich hoffe, ich kann Ihnen zeigen, neurowissenschaftliche Erkenntnisse, die sind heute schon wichtig für ein Verständnis von Lernprozessen. Und Lernprozesse sind wichtig für ein Verständnis, ja, wie wir Menschen ticken und was wir so tun und was uns so umtreibt. Sie werden als erstes sich vielleicht fragen, Neurowissenschaft, warum eigentlich, warum kommt jetzt einer daher mit Neurowissenschaft? Warum hat man das nicht schon vor 20 Jahren gemacht? Denn schließlich gibt es ja Gehirnforschung, die gibt es schon ewig. Ja. Das erste Bild, das nehme ich immer zum Schafstellen und dann können Sie auch alle mal gucken, ob Sie hier was sehen. Wahrscheinlich sehen Sie gar nicht viel, macht aber nichts, denn das sollen Sie eigentlich auch nur. Hier geht es darum, das ist ein Gehirn durchgeschnitten, von da oben bis unten sind es 5 mm, also nur der oberste Bereich, die sogenannte Gehirnrinde ist durchgeschnitten. Wer jetzt nichts sieht, das macht auch nicht, so schlimm ist es gar nicht. Ja? Stellen Sie sich ein paar Zellen vor und mehr ist nicht. Ihnen erzähle ich immer, was man hier sieht. Ne? Okay, gut. Ihnen auch. Ne? Okay, also hier sieht man ein paar Nervenzellen und die Frage ist, was lernen Sie über die Funktion des Nervensystems? Wenn Sie ein totes Gehirn durchschneiden und in feinste Scheibchen schneiden und dann unter das Mikroskop legen? Die Antwort ist einfach. Sie können sich sie auch selber geben. Nehmen Sie Ihr Handy, schneiden es in feinste Scheibchen, legen es unter das Mikroskop, gucken sich es genau an. Was lernen Sie, wie das Ding funktioniert? Antwort? Nix. Und das ist der Punkt. Deswegen gibt es Hirnforschung zwar schon vor 100 Jahren, aber rausgebracht, wie die Dinger, die Gehirne funktionieren, hat man damals gar nichts. Man konnte beschreiben, hier ist ein Knubbel und da ist ein Fitzel und hier noch irgendwas, aber das hat für das Verständnis, wie das Ding funktioniert, natürlich null Bedeutung. Ja. Das hat sich geändert. Und zwar ganz heftig geändert. Und im Wesentlichen hatte das zwei Gründe, warum sich das geändert hat. Erstens mal haben wir heute Methoden, wo wir dem Gehirn bei der Arbeit wirklich zugucken können, also bei dem, was es so macht. Und zweitens, und das ist mindestens genauso wichtig, haben wir verstanden, zumindest einige Prinzipien dessen, was im Gehirn passiert, wenn im Gehirn gelernt wird. Dazu gleich noch was ganz Wichtiges. Wenn jetzt bei mindestens der Hälfte von Ihnen sozusagen der innerliche Aufmerksamkeitsvorhang runtergeht und Sie sagen, hat gelernt wird bei uns aber nicht, um Gottes Willen, ja, wo kommen wir denn da hin, wenn im Kindergarten schon gelernt werden soll? Ja? Dann liegen Sie falsch. Und zwar deswegen, weil Sie dann Lernen verwechseln mit dem, was der Lehrer in der Schule macht. Lernen tut jeder Mensch dauernd. Und zwar, wenn er ganz klein ist, erst recht. Es wird dann ein bisschen weniger so, wenn man älter wird, so zwischen 15 und 20. Das wissen wir auch schon ziemlich gut. Ja? Aber selbst so einer wie ich lernt noch manchmal und Sie auch alle. Also es ist keineswegs so, dass das Lernen sozusagen sich in der Schule irgendwie vollzieht und sonst gar nicht. Im Gegenteil, je besser wir lernen verstehen, desto besser ist vollkommen klar, das Gehirn lernt dauernd und immer. Ja? Und um diesen Punkt, das ist vielleicht mein wichtigster Punkt überhaupt, mal klar zu machen, ja? Zeige ich Ihnen mal eine Nervenzelle. Hier ist eine Nervenzelle. Eine Nervenzelle, für alle, die das nicht sehen, das ist ja, eine Zelle und dann haben die so viele Fortsätze. Und es kommen auch ganz viele Fasern von anderswo an der Nervenzelle an und die enden alle mit so einem Knubbel. Und dieser Knubbel, das nennt man Synapse, ja, das sieht man alles hier. Wichtig ist, dass so eine Nervenzelle unterscheidet sich von allen anderen Zellen, die wir im Körper haben, durch eine wichtige Eigenschaft.
eine Nervenzelle, die liegt nicht nur rum, wie eine Muskelzelle, eine Drüsenzelle oder eine Hautzelle oder so. Also die ist da nicht irgendwo und macht halt irgendwas. Eine Nervenzelle, die steht für irgendwas. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das muss man mal verstanden haben. Eine Nervenzelle steht für was. Die ist nicht nur da, die steht für noch was anderes. Also Beispiel, hier sitzt zum Beispiel ein Neuron, viele natürlich bei mir, die sind für die Hand der anderen Körperseite zuständig. Jetzt kommen von hier ganz viele Impulse, weil in das Gehirn rein gehen nur Impulse. Nichts anderes. Vom Auge, vom Ohr, von der Körperoberfläche, da kommen Sinnesreize rein. Diese Sinnesreize, das sind alles Impulse. Diese Impulse, die sind nicht rot und nicht grün und die schmecken und riechen nicht. Die sind nicht groß und nicht klein und nicht kurz oder lang. Die sind einzig und allein da oder nicht da. Und ansonsten sind sie alle gleich. Man spricht von Aktionspotenzialen. Das hat unglaublich viel. Man kann das ganz im Einzelnen erforschen. Da gibt es Ionenkanäle und die gehen auf und zu und was nicht all. Wichtig ist es, das sind Impulse. Alle gleich. Sinnesorgane, Auge, Ohr oder was auch immer sind, naja, heute versteht das jeder, Analog-Digital-Wandler. Ja? Da geht Licht rein, Sinnesimpulse raus. Geht Schall rein, Impulse raus. Geht Druck und Berührung rein, Impulse raus. Und was kommt im Gehirn an? Nichts als Impulse. Die Impulse, die laufen an diesen Fasern lang und dann müssen sie über eine Synapse. Und an der Synapse ist was, passiert was ganz Wichtiges. Man kann sich ja fragen, warum gehen die nicht einfach so weiter? Was soll da so eine Synapse? Ja? Habe ich mich immer gefragt früher, als man gelernt hat, da geht der Impuls und dann läuft er bis zu einer Synapse. Da springt er dann, Sie wissen, da wird der elektrische Impuls auf chemischem Weg übertragen und dann geht es weiter. Habe ich mich immer gefragt, ja, warum geht er eigentlich nicht gleich weiter? Was sollten die da immer rüberhopsen auf chemischem Weg? Was soll der Spaß? Ja? Haben sie sich auch schon mal gefragt. Hm? Ja, das ist eine ganz banale Frage. Und die Frage, die kann man heute beantworten. Das liegt ganz einfach daran, dass an der Synapse wirklich der Witz stattfindet. Nämlich an dieser Synapse wird dieser Impuls, wenn Sie so wollen, bewertet. Denn die Synapse ist größer oder kleiner. Und wenn sie kleiner ist, dann kommt der Impuls an und wird nicht so doll übergeleitet, als wenn sie größer ist und doller übergeleitet wird. Denn die Heftigkeit der Überleitung, die hängt von nichts anderem ab, als davon, wie stark diese Synapse ist. Und wir haben unglaublich viele Synapsen im Kopf. Wir haben sowieso unheimlich viele Nervenzellen im Kopf. Allein in der Gehirnrinde, so diesem riesen Ding, was da so alles möglich in uns macht, haben wir Männer 23 Milliarden, Frauen 19 Milliarden Nervenzellen. Frauen sind genauso schlau wie Männer, haben also die effizienteren Gehirne. Sie können auch sagen, die Wissenschaft hat bis heute keine Ahnung, was die Männer mit den extra 4 Milliarden Nervenzellen machen. Wichtig ist Folgendes. Jede Nervenzelle erhält von bis zu 10.000 anderen wiederum Impulse. Sie haben richtig gehört, bis zu 10.000. Das macht, wenn die laufen ja alle über Synapsen. Wenn Sie die Anzahl der Synapsen in unserem Gehirn vorsichtig schätzen, kommen Sie auf eine Zahl, die hat eine 1 davor und dann so zwischen 14 und 15 Nullen. Das ist eine Riesenmenge an Synapsen. Und jetzt ist der Witz der. Diese Synapsen, die sind ganz genau in ihrer, die einen sind ein bisschen stärker, die anderen schwächer. Und diese Stärken und Schwächen der Synapsen, die jeweils sagen aus, wovon das eine Neuron angeregt und das andere nicht. Und wovon dieses Neuron angeregt wird und das wiederum nicht. Also es liegt an der ganz genauen Einstellung der Stärke der Synapsen, wofür einzelne Neuronen in unserem Gehirn zuständig sind. Jetzt fragt man sich ja, wer legt denn fest, wie stark jede einzelne dieser Synapsen ist? Die Antwort kennen wir auch. Die lautet ganz einfach, wer legt es fest? Sie legen es fest. Das ist 1999 publiziert. Man sieht zwei Synapsen. Die eine, hier kommt der Impuls an, hier geht er weiter, hier ist ein kleiner Kontakt und hier kommt der Impuls an, da ist ein großer Kontakt. Also es gibt sozusagen Synapsen, da ist viel Fläche, wo der Impuls rüberläuft, auf chemischem Weg übertragen wird. Und es gibt Synapsen, da ist die Fläche klein, wo der Impuls rüberläuft. Was man hier zum ersten Mal gefunden hat, ist, dass die Größe dieser Fläche davon abhängt, wie viele Impulse zuvor über die Synapse gelaufen sind. Wenn über Synapse viel Impulse drüber laufen, dann wird die Kontaktfläche größer. Dann wächst diese Synapse. Ja. So eine Synapse ist also die ist gebrauchsabhängig. Hier ist eine Verbindung und diese Verbindung,
die entsteht und verändert sich durch ihren Gebrauch. Das ist etwas, das wissen wir heute, also das pfeifen die Spatzen vom Dach, das ist keine neue Einsicht, aber wir haben es immer besser verstanden, wie es funktioniert. Man hat sich das schon vor 50 Jahren überlegt, so müsste es sein. Vor 32 Jahren hat man gefunden, es ist tatsächlich so. Und ja, wie gesagt, vor ein paar Jahren hat man es fotografiert. Mittlerweile können Sie sich im Netz kleine Filmchen runterladen. Da können Sie zugucken, wie so ein Knubbel, ein extra Knubbel wächst bei einer Synapse, die gebraucht wird. Und da wird dann tatsächlich der Übergang, die Überleitung besser. Die Synapse wird also stärker. Damit ändert sich das, wofür das Neuron steht. Wenn da also viel rüberläuft über die Synapse, dann lernt dieses Neuron für das, wo der Impuls herkommt, zu stehen. Es repräsentiert dann das. Denn eine Repräsentation heißt, wann immer das ist, geht das Neuron an. Und wenn also viel kommt, dann entstehen solche Repräsentationen, sprich Neuronen, die für irgendetwas zuständig sind. Das ist ganz wichtig, dass man weiß, dass ich also, was Sie hier auf dem Bild sehen, ist Lernen. Lernen ist nichts anderes als, hier ändert sich die Stärke einer synaptischen Verbindung. Und zwar gebrauchsabhängig, sprich erfahrungsabhängig. Ja? Wird eine Erfahrung gemacht, ändert sich der Verbindungsstärke. Das ist deswegen so spannend, weil Erfahrung macht jeder dauernd. Ja? Und wenn man Erfahrung macht, dann laufen Impulse ganz rasch über Synapsen. Wenn man eine Erfahrung macht, passiert nicht viel. Da ändert sich auch keine Synapse. Wenn Sie aber immer wieder ähnliche Erfahrungen machen, ändern sich die Synapsen und damit ja, ändert sich wirklich die Feinstruktur Ihres Gehirns in Abhängigkeit davon, was Sie so jeden Tag machen. Ja. Das muss man sich mal klar machen. Also, Sie können nicht sagen, ach ja, was mein Hirn ist, wie es ist und jetzt habe ich halt noch diese oder jene Erfahrung und die ändert das Gehirn überhaupt nicht. Nein, es ist genau umgekehrt. Ihr Hirn ändert sich jeden Tag, dauernd. Ja. In Abhängigkeit davon, was Sie mit ihm machen. Sie wissen, ein bisschen Genetik gibt es auch, sodass der eine ist, hat die Stärken da und der andere da und so weiter. Also wir sind auch genetisch festgelegt. Aber von eineigen Zwillingen, die gleichen Gene haben, lassen wir beide wählen. Warum? Weil es verschiedene Leute sind. Und warum sind die verschieden? Ja, weil die verschiedene Lebenserfahrungen haben. Die Gehirne sind im Laufe des Lebens verschieden. Ja, bei der Geburt ein bisschen und wenn sie älter werden, ein bisschen mehr, weil die Menschen verschiedene Erfahrungen machen und weil sich die Erfahrungen in den Synapsen niederschlagen. Ja. Nicht jede einzelne noch einmal, sondern wenn es immer wieder passiert. Und das ist auch ganz wichtig, sich das klar zu machen. Warum ist es so? Unser Gehirn ist kein Kassetten- oder Videorekorder, der sozusagen alles abspeichert, was Sie erleben. Das wäre auch nicht sinnvoll, ja? Denn es passiert ja vieles, was zufällig ist. Und die Zufälle von gestern, die nützen Ihnen überhaupt nichts, wenn Sie morgen in der Welt klarer kommen wollen. Was Ihnen aber morgen was nützt, um klarer zu kommen, das ist die Regeln in der Welt, die Ihnen widerfahren sind. Nur die Regeln in der Welt, die bringt Ihnen ja keiner bei im Normalfall, auf die müssen Sie schon selber kommen, ja? Weswegen Gehirne ganz allgemein genial da auch in der Fähigkeit sind, herauszufinden, welche die allgemeinen Regeln in der Welt sind und nicht, welches die alle möglichen Zufälle in der Welt sind. Beispiel, kleines Baby lässt was fallen, ist ganz begeistert, fällt, ja, nimmt's auch, hebt es wieder auf, fällt, lässt es wieder runterfallen, lässt es ein paar Mal fallen. Was weiß es? Anhand der paar Fälle hat es gelernt, Dinge fallen immer so. Also nach unten, ja, nicht nach da und nicht nach da und nicht nach da. Wenn man was fallen lässt, fällt es nach unten. Mit diesem Wissen werden Sie nicht geboren. Das müssen Sie sich aneignen. Wie eignen Sie sich's an? Sie lernen nicht irgendwelche zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Nein, nein, Sie lassen einfach mal was fallen. Und dann noch einmal und noch einmal, dann wissen Sie, Dinge fallen nach unten. Punkt. Genau so. Ja, nebenbei, kleine Babys sind ganz genial. Ja. Die probieren es wirklich aus, bis sie es wissen. So im Alter von 1-2 Jahren sind die genial im Rumprobieren. Und wissen Sie, was Frustrationstoleranz ist? Wenn Sie es nicht wissen, gucken Sie mal einem kleinen Baby beim Laufen lernen zu, dann wissen Sie es. Der Knirps stellt sich auf und fällt wieder um. Und laufen lernen Sie nur von Fall zu Fall. Ja? Und irgendwann, die sind so resistent gegen jegliche Fallfrustration. Ja? Also das nenne ich wirklich Frustrationstoleranz bei jedem, der laufen gelernt hat. Ja?
Und dann können sie es halt. Und das macht ihr Gehirn ja auch so mal eben nebenbei. Ja? Und das ist auch Lernen. Natürlich entwickelt sich hier auch das Skelett und die Muskulatur und auch das Nervensystem. Aber sie müssen es auch üben. Allein nur, wenn sie rumliegen und dann warten, bis sie es können, so lernen sie nicht laufen. Ja? Und wir wissen heute um diese Zusammenhänge von einerseits Wachstum, Reifung, Entwicklung und andererseits Lernen. Ich sage Ihnen mal ein ganz nettes Beispiel. Es gibt so eine Vogelart, die verstecken Nüsse für den Winter. Das machen ja auch andere Tiere, aber bei den Vögeln ist es gut untersucht. Und es gibt ein Stückchen Gehirn, das haben die Vögel, das haben wir nebenbei auch, das Ding heißt Hippocampus. Und wenn Sie irgendwie sich mal wieder verfahren haben, wissen Sie, Hippocampus hat nicht so gut funktioniert. Weil der Hippocampus ist zum Speichern von Orten zuständig, bei den Vögeln und bei uns auch. Nun hat man festgestellt, dass Taxifahrer in London besonders großen Hippocampus haben. Na, wer mal in London war, der weiß warum. Weil da geht es ziemlich durcheinander her, gibt es keine großen, muss man sich wirklich ganz gut auskennen. Ja? Und da wächst der Hippocampus ein bisschen, offensichtlich auch bei Taxifahrern. Es kann natürlich auch sein, dass nur derjenige mit einem großen Hippocampus Taxifahrer wird, weil jeder andere hat keine Chance. Das wissen wir noch nicht. Aber bei den Vögeln wissen wir was, weil man da natürlich viele Experimente machen kann. Und die hat man gemacht. Man hat nämlich erstens gefunden, dass diejenigen Vögel, die viele Nüsse verstecken, und zwar hat man untersucht, bis zu 10.000 Nüsse verstecken die. Merken sich, wo die sind, im Winter gehen sie hin und wer sie vergessen hat, der überlebt nicht. Das heißt, die Vögel, die wir heute haben, stammen von denen ab, die das hingekriegt haben. Das heißt, die können das, sich an 10.000 Plätze erinnern, wo sie ihre Nüsse versteckt haben. Dazu braucht man einen großen Hippocampus, also ein großes Stückchen Gehirn, was da sozusagen die Orte abspeichert. Und in der Tat, wenn man die Vögel, wenn man das genau sich anguckt, das Gehirn, die haben einen großen Hippocampus. Wenn man nun, also vergleichsweise mit anderen Vögeln gleicher Größe und auch gleicher Gehirngröße, wenn man nun frisch geschlüpfte Vögel dieser Art anguckt und auch das Gehirn untersucht, findet man, naja, die haben natürlich einen winzig kleinen Hippocampus, aber der ist vor allem genauso klein wie der von Vögeln, die frisch geschlüpft sind, genauso groß sind und keine Nüsse verstecken. Irgendwann wächst der Hippocampus also und wird groß und kann dann eben auch dieses Nüsseverstecken-Verhalten produzieren, weil er halt groß ist und genug Platz, damit man sich da alles merken kann. Die Frage ist, wann passiert's? Hat man auch geguckt, ich meine, sie müssen dann halt Vögel sich anschauen und dann müssen sie halt auch die Gehirne sich angucken. Und dann hat man gefunden, zwischen dem Lebenstag 35 und dem Lebenstag 50 wächst der Hippocampus. Bei denjenigen Vögeln, die Nüsse verstecken, im Vergleich zu anderen Arten, die keine Nüsse verstecken. Also so in einer ganz bestimmten Zeit. Sie kennen das, man spricht vom Entwicklungsfenster oder so von kritischen Phasen, sensiblen Perioden und all sowas. Jetzt wollte man noch genauer, also jetzt wusste man schon, aha, von Tag 35 bis Tag 50 wächst das Ding. Jetzt wollte man wissen, ja, wächst das einfach so oder muss da irgendwas passieren? Hat man was ganz Cleveres gemacht. Man hat Vögeln, Kleinen, ab dem Tag 30 gemahlene Nüsse zu essen gegeben. Da wird man satt, aber man kann nichts verstecken, weil so Pulver, das geht nicht mit der Versteckerei. Ja? Also, die können dann ihr Versteck verhalten. Die können nicht eine Nuss nehmen, irgendwo verstecken, weil das Pulverzeug, das kann man nicht verstecken. Ja? So, Versteckverhalten geht mit Nusspulver nicht. Ja? Der Hippocampus bleibt klein. Der wächst nicht. Der bleibt einfach klein. Ja? Wenn Sie dann am 50. Lebenstag diesen Vögeln wieder Nüsse geben, verstecken die auch weiterhin keine Nüsse und der Hippocampus bleibt zeitlebens klein. Und die kriegen das Verhalten nie hin. Ja? Umgekehrt, wenn Sie den Nüsse geben, dann fangen die am Tag 35 an und verstecken ein paar. Am Tag danach wird der Hippocampus schon ein bisschen größer. Am nächsten Tag verstecken sie noch viel mehr. Der Hippocampus explodiert hier in der Größe, ja, wird noch mehr versteckt. Und innerhalb von 14 Tagen, ja, verstecken die Nüsse wie blöd, der Hippocampus ist riesengroß. Ja, Sie sehen, jetzt kann man fragen, ja, wovon hängt es jetzt ab, ob der Hippocampus groß wird? Von der Umgebung und der Förderung der Tiere oder ist es einfach nur ein biologischer Wachstumsprozess? Antwort, dumme Frage. Ja. Denn es braucht wirklich beides.
Wenn, Sie können ja auch den Vögeln, die das nie machen, denen können Sie Nüsse geben, noch so, die fangen deswegen nicht an, ihre Nüsse zu verstecken. Ja? Die machen das einfach nicht. Aber diejenigen, die Anlage dazu haben, die machen das gern, die machen es immer mehr. Ihre Anlage entwickelt sich, kommt zur Reifung und ist dann eben auch da. Und wenn Sie in diesem Fenster das verpassen, passiert es nie mehr. Das ist deswegen so ein schönes Bild. Es gibt auch andere und ganz viele von diesen Bildern, weil man sich hier natürlich fragen kann, ja, gibt es sowas vielleicht bei uns auch? Kritische Fenster, ja. Gibt es auch bei uns einen Einfluss von dem, was wir tun, auf die Gehirnreifung oder wächst es halt einfach so vor sich hin und ist irgendwann mal groß und kann alles? Ja? Und man muss gar nicht viel Fantasie besitzen, um sich klarzumachen. So wie es diesen Vögeln geht, die einerseits Nüsse verstecken müssen, damit diejenigen Gehirnstrukturen, die das Nüsse verstecken, sozusagen unterstützen, auch heranwachsen. Ah ja, genau so ist das bei uns natürlich auch. Ja, bei uns kommt auch nichts von allein. Wird oft gefragt, ja, aber bei Mozart und Bach, das waren doch Genies. Und mit Genies ist das doch alles ganz anders. Natürlich waren das Genies, aber die hatten auch jeweils einen Vater, der hat die gefördert. Man würde heute sagen, mit musikalischer Früherziehung ein paar Stunden täglich. Ja, also maximal, ganz früh schon. Und natürlich hatten die auch die Anlagen, aber die hatten auch die maximale Förderung von ganz früh an. Und sie hatten kein Nintendo und keine Computerspiele und keinen Fernseher 2 Stunden täglich, wie wir heute jeden Tag haben, bei 2-Jährigen schon. Ja? Und deswegen sind die so gut geworden. Ist doch klar. Sie brauchen die Anlagen natürlich auch, aber jeder hat Anlagen für dies, für das und für jenes und wir wissen sie nicht. Aber sie zeigen sich dadurch, dass Menschen Interessen kriegen und wenn sie dann den Interessen nachgehen können, dann werden glückliche Menschen draus, weil derjenige, der seine Anlagen eben auch ja, verifizieren kann, sie nutzen kann, der lebt sein Potenzial aus und damit wird er auch einigermaßen ein zufriedener Mensch und wer seine Anlagen halt nie ausleben kann und damit seine Möglichkeiten nicht verwirklichen kann, aus dem wird kein glücklicher Mensch, sondern der wird verknorzt, wie man so sagt. Ja? Und es ist ganz wichtig zu wissen, dass sich vieles davon eben schon im Kindergarten abspielt. Ja? Da werden die wesentlichen Grundlagen gelegt. Ein Ergebnis der PISA-Studie, wir hatten den Chef der ganzen PISA-Operation, sage ich mal, neulich bei uns im Institut, der hat erzählt, die wollten eigentlich den Kindergarten gar nicht untersuchen. Aber sie haben 2 Fragen zum Kindergarten gestellt und hinterher ein Ergebnis gehabt, das hat sich hier umgehauen. Nämlich, die Jahre, die einer im Kindergarten verbracht hat, die sagen ganz klar den Schulerfolg mit 15 voraus. Also wie lang einer im Kindergarten war, ja, einfach, kann man ja erzählen, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre vor der Einschulung, ja, hat einen deutlichen Effekt, wie gut er in der Schule mit 15 ist. Je mehr der im Kindergarten war, desto besser ist er in der Schule mit 15. Ja, haben die jetzt da schon Englisch gepaukt im Kindergarten? Also, na, überhaupt nicht. Ja. Aber im Kindergarten werden ganz offensichtlich wesentliche Dinge gelernt, zum Beispiel, dass man da sitzt und den anderen zuhört. Zum Beispiel, wenn man gemeinsam ein Lied singt, dass gemeinsame Aktivitäten richtig Spaß machen. Ja? Gibt nebenbei nichts Schöneres, das muss ich mal nebenher sagen, als wenn sie gemeinsam musizieren und die Kinder Spaß dabei haben. Erstens haben 95% aller Kinder Spaß mit Musik. Gibt nur ganz wenige, die prinzipiell unmusikalisch sind. Und die sind dann vielleicht rhythmisch begabter als melodiös, aber so ganz richtig musikalisch unbegabt gibt es eigentlich überhaupt niemanden. Und das Schöne an Musik ist, dass sie Zentren im Gehirn, die für Angst zuständig sind, abschaltet und Zentren im Gehirn, die für Belohnung zuständig sind und für Lernen zuständig sind, das sind nebenbei dieselben, anschaltet. Und wenn Sie also gemeinsam singen, dann tun Sie ganz was Gutes für das seelische Wohlbefinden des Kindes und gleichzeitig zeigen Sie dem Kind, wie man in der Gemeinschaft es noch besser machen kann. Wenn man nicht zusammen singt, macht es mehr Spaß, klingt ja auch besser. Ja? Man ist Teil dieser Gemeinschaft, hat gleichzeitig dieses Wohlbefinden, ja? Lernt auch, Musik hat ja was, die Zeit überspannendes. Ganz kleine Kinder können die Zeit überhaupt nicht überspannen. Und man muss immer so diesen zeitlichen Bogen spannen. Eben auch zum Beispiel sowas wie lernen, dass ich mich jetzt mal durchringen muss, weil ich hinterher eine Belohnung habe. Das können Babys überhaupt nicht, kleine Kinder schlecht und Erwachsene manchmal ein bisschen. Ja? Also gibt es andere Worte dafür, Belohnungsaufschub, ja? Konsumverzicht heißt es in der Wirtschaft. Ja? Aber dass sie eben sagen, okay, ich mache jetzt mal was und ziehe das durch und hinterher bin ich froh, ich habe es geschafft. Ja? Das können Kleine überhaupt nicht. Das können sie auch nicht beibringen. Das hat man oder man hat es nicht. Aber sie können dafür sorgen, dass es gelingt. Und zwar aus sich heraus gelingt, wenn sie
Aufgaben mit den Kindern machen, die denen sowieso Spaß machen und die aber nur dann funktionieren, wenn man sie über die Zeit macht. Bestes Beispiel, ein Lied singen. Ein Lied haben sie nicht, jetzt ist fertig. Ja? Sondern ein Lied hat eine zeitliche Erstreckung. Das heißt, wenn sie ein Lied singen, haben sie automatisch zeitliche Erstreckung trainiert. Sie haben auch gleichzeitig sozusagen was ganz emotional Positives für das Kind gemacht, denn wie gesagt, die Angst geht runter und die Belohnung geht rauf. Und sie haben auch noch was dafür gesorgt, dass es was sozial positiv Erlebbares macht, denn wenn man zusammen singt, klingt es immer besser, meistens zumindest, als wenn man alleine singt. Sie haben so lauter tolle Sachen gemacht. Was machen wir heute? Wir schaffen die Musik in den Kindergärten ab. Ja, sind wir denn wahnsinnig? Ja? Also sie können nichts Tolleres machen, als mit ihren Kindern Musik machen. Das Zweite, was sie ganz toll machen können, ist Sport, wenn sie ein bisschen Bewegung machen. In der neuesten Ausgabe der Zeitschrift Science, die habe ich heute auf dem Tisch gehabt, was steht drin? Kleine Kinder mit 7 Monaten, ja, nehmen schon Rhythmen wahr, und zwar gehörte und gefühlte. Sie können nämlich den Kindern einen Rhythmus vorspielen und gleichzeitig die so ein bisschen schockeln, ne, auf dem Schoß. Und wenn sie dann die mit dem Rhythmus schockeln, und dann spielen sie denen den Rhythmus hinterher vor, dann gucken die, sind die viel aufmerksamer, wenn das Geschockel und der Rhythmus zusammengepasst hat, als wenn es nicht zusammengepasst hat. Mit 7 Monaten. Ja, das ist so nett. Weil da sieht man schon, wie sehr die Kinder natürlich die Stimuli über den Körper, über das Machen, also über, man hat ihnen auch dann den Rhythmus einfach nur gezeigt, hat irgendwas gewackelt im Rhythmus. Das nützt gar nichts. Der muss es schon selber spüren. Ja? Das ist wichtig, dieses einerseits hören, andererseits selber spüren und damit etwas erleben, was man eben anders nicht erleben kann. Weiter, Babys können sich schon vor dem ersten Lebensjahr mit auch 8 Monaten etwas zuwenden. Also wenn ich so mache, ja, das Baby guckt dann nicht mich an, sondern dahin und guckt natürlich, ja, was ist denn das? Ja? Das ist etwas, was das kriegen nebenbei auch die intelligentesten Affen nicht hin. Ja? Wenn ich so mache, guckt der Affe immer mich an. Ja? Und nicht, wo ich da hingucke, das sozusagen, wo ich mich hinwende. Babys machen das automatisch und wenden sich dem stärker zu und lernen, hat man auch nachgewiesen, das, was da ist, besser. Schönes Beispiel, vor 2 Jahren publiziert. Sie wissen, Menschen lernen sprechen dadurch, dass sie viel Sprachlaute verarbeiten. Sprachlaute gibt es, wenn Sie mal, also einfach die Phoneme, die grundlegenden Bausteine unserer gesprochenen Sprache gibt es, wenn Sie die ganze Welt angucken, 70 Stück, mehr nicht. Und jede einzelne Sprache hat weniger. Englisch zum Beispiel hat nur 44. Und der Engländer, der geboren wird, der kann alle 70 gleich gut oder gleich schlecht. Und wenn er 1 Jahr alt ist, kann er die 44 Englischen gut und die anderen fasse ich gar nicht mehr. Jetzt können Sie sich überlegen, was können wir machen, um zu verhindern, dass der Engländer oder Amerikaner, das war in dem Fall, wurde es von Kalifornien gemacht, also in Amerika, wie verhindert man, dass der Laute verlernt, die zum Beispiel im Chinesischen vorkommen, aber im Englischen nicht? Was hat man gemacht? Man hat Kindern im Alter von 9 bis 11 Monaten in der Woche einmal so eine halbe Stunde Chinesisch vorgelesen. Das ist kein Witz. Und dann die Kinder mit 12 Monaten untersucht, wie reagieren die auf chinesische Laute versus englische Laute. Und in einer Kontrollgruppe von Kindern hat man halt was anderes vorgelesen. Also die haben irgendwas anderes, aber nicht Chinesisch. Und man findet, toller Unterschied. Diejenigen, denen Chinesisch vorgelesen wurde, ja, die reagieren immer noch genauso gut auf chinesische Laute, die im Englischen nicht vorkommen, wie auf englische Laute, wenn sie in den letzten, wie gesagt, wenn sie etwa 2 Monate lang jede Woche mal Chinesisch vorgelesen bekommen haben. Das heißt, das Chinesisch hören macht, dass die diese Laute nicht vergessen oder weiterhin dafür zugänglich sind. Jetzt kommt aber der Knackpunkt. Man hat noch eine Gruppe genommen, hat die chinesische Vorleserin auf CD aufgenommen, also Top-Qualität, ja, und hat dann dieser dritten Gruppe das, was die Chinesin vorgelesen hat, von der CD vorgespielt. Effekt? 0. Richtig. Ganz schöne, also knallharte Daten. Ja? Ganz schön, Sie brauchen den Menschen, der da sitzt, dem er sich zuwendet und der sich den Kindern zuwendet. Es ist nicht die Berieselung mit irgendeiner Input-Soße klanglich, ja, die es macht. Nein, es ist die Interaktion. Ganz, ganz, ganz wichtig, die Interaktion macht, die sozusagen dafür sorgt, ob das Baby diese Information aufnimmt oder nicht. Andere, neueste Studie ist noch gar nicht gedruckt, kriegt man übers Internet. Psychologen in Durham, englische Universität, haben über 200 Mutter-Kind-Dyaden mit 8 Monaten gefilmt. Haben geguckt, was machen die so miteinander? Ja?
und haben dann Folgendes gefunden. Es waren 50% der Mütter waren aus, ja, ich sag mal, ungebildeten, sozial schwachen Kreisen. Die waren arm und hatten maximal Hauptschule, würde man heute sagen. Ja? Also hatten kaum Education, wie es da in der Publikation hieß. Jetzt hat man geguckt, wie gut sind die Kinder im Alter von 2 Jahren intellektuell drauf? Wie gut können die spielen und wie gut vor allem können die auch gesprochene Sprache verstehen? Interessant. Es hing nicht davon ab, wie gebildet die Mutter war. Es hing nicht davon ab, wie viel soziales Support die Mutter hatte, also wie viele Sozialarbeiter sich da die Klinke in die Hand gedrückt haben in der Familie. Es hing nicht davon ab, ja, wie lange Ausbildung die Mutter überhaupt gehabt hat. Und auch es hing nicht davon ab, ob die Mutter arm oder reich war. Wie gut das Kind im Alter von 2 Jahren. Es hing von einer Sache ab und das war ein dicker Effekt. Diejenigen Mütter, die im Alter von 8 Monaten das, wie es ihrem Kind ging, verstanden haben. Also wenn das Kind zum Beispiel ruhig da saß und spielte und die Mutter gesagt hat, ach, jetzt ist es doch zufrieden. Ja, hat man das als, man hat das also diese Videos ausgewertet und hat immer geguckt, haben wir den Eindruck, dass die Mutter die den jetzt gerade beim Kind vorhandenen Gefühlszustand versteht, dass die kapiert, was ist mit dem Kind los oder nicht. Und diejenigen Mütter, bei denen man das Gefühl hatte, die versteht ihr Kind, ja, die hatten ein Gespür dafür, was mit dem jetzt los ist, ja, deren Kinder waren mit 2 Jahren viel, viel besser drauf. Die konnten mehr, also die konnten intellektuell mehr, weil ihre Mütter, also man kann sagen, die Einfühlungsfähigkeit der Mutter im Alter von 8 Monaten, ja, die sagt voraus, wie clever das Kind im Alter von 2 Jahren entwickelt ist. Und es ist nicht das Geld der Mutter und nicht der Intelligenzquotient der Mutter, es ist ihr Einfühlungsvermögen in das Kind. Das hat einen dicken Effekt. Ja. Sie sehen schon, man kann heute tatsächlich mit den Methoden der Forschung rauskriegen, was mit so Kindern passiert. Und lassen Sie mich noch ein bisschen mehr auf diese Babyforschung, wie sie manchmal salopp genannt wird, eingehen. Weil die hatten wir vor 20 Jahren kaum, noch vor 10 Jahren noch nicht so viel, aber im Moment brummt es und boomt es in dem Bereich, weil es höchste Zeit wird, dass wir unsere Babys besser verstehen. Jetzt, wenn Sie sagen, Gottes Willen, Babyforschung, schrecklich, ja, überhaupt nicht, weil das macht Spaß, sogar den Babys. Wie macht man Babyforschung? Nun, ich möchte es Ihnen an einem Beispiel erläutern. Ohne Folie, das kann ich Ihnen so machen, weil Sie sehen mich ja alle, kann ich Ihnen was erzählen. Ja? Also, stellen Sie sich vor, Sie wollen wissen, wie gut Ihr Baby sieht. Können Sie nicht sagen, Baby liest mal davor die Buchstaben, die immer kleiner werden, von oben nach unten. Baby liest nämlich nicht. Ja? Wie kriegen Sie trotzdem raus, wie gut Ihr Baby sieht? Und zwar ganz genauso gut wie mit dieser Methodik mit den Buchstaben. Wie kriegen Sie es raus? Kann man rauskriegen. Ganz einfach sogar eigentlich. Baby sitzt auf Mutters Schoß, guckt nach da. Hier ist eine große graue Wand mit 2 Löchern. Da und da ist ein Loch. Hinter den Löchern ist grauer Karton. Baby guckt und sieht grau. Langweilig. Ne? Jetzt haben Sie vorbereitet, gestreiften Karton mit ganz feinen schwarz-weißen Streifen. Wie sieht der Karton von weitem aus? Na, grau. Und wenn Sie es richtig machen, genauso grau wie der Rest von dieser Wand. Und wenn Sie hinter diesen Löchern diesen Karton haben, wird langweilig das Baby weiterhin. Ein ganz fein gestreifter Karton, von weitem sieht er aus grau. Und jetzt machen Sie einfach die Streifen breiter. Sie haben verschiedene Kartons vorbereitet, die schwarz-weißen Streifen werden immer breiter. Und wenn das Baby mal dahin guckt, nehmen Sie da einen anderen Karton. Wenn es da hinguckt, also Sie machen einfach, wenn das Baby nicht merkt, und ändern den Karton. Und irgendwann macht das Baby, nämlich genau dann, wenn es Streifen sieht, und nimmer grau. Das können Sie jetzt, Sie können ein bisschen rumspielen, können mal die Streifen wieder ein bisschen enger machen, wieder ein bisschen breiter. Und dann wissen Sie irgendwann haargenau, wie breit die Streifen sein müssen, damit das Baby hinguckt, ja, und sich nicht langweilt. So geht Babyforschung nebenbei. Das ist ganz typisch, so dieser Versuch. Nebenbei, damit hat man herausgefunden, dass Babys tatsächlich erst so mit 12, 14 Monaten so gut sehen wie Erwachsene und mit einem halben Jahr noch ziemlich schlecht. Das habe ich Ihnen jetzt erzählt, um Ihnen klarzumachen, wir sind immer noch bei den Synapsen, ja? Die sich dann ändern, wenn immer wieder mal was passiert. Dadurch bleibt im Gehirn nicht jeder Kleinkram hängen, denn der passiert nur einmal. Zufälle definitionsgemäß sind Zufälle, das heißt, sie passieren nur einmal und nicht immer wieder. Wenn was immer wieder passiert, also immer wieder Impulse über Synapsen laufen, werden die Synapsen stärker. Das heißt, es bleiben nicht Zufälle hängen, sondern die Regeln hinter
den Dingen, die passieren, nämlich das, was in der Welt eben nicht zufällig passiert, sondern regelhaft passiert. Und wenn man jetzt denkt, naja gut, Regeln in der Welt, okay, die lernt man dann in Physik ab 8. Klasse, ne? Die lernen sie als Baby am allerbesten. Und das kann man eben mit dieser Forschung, so wie ich es Ihnen eben als Beispiel gezeigt habe, nachweisen. Schöne Arbeit. Beispiel, eine ist vor etwa 5 Jahren schon publiziert, und zwar in dem weltberühmten wissenschaftlichen Fachblatt Science. Da hat man aber Folgendes gemacht, mit 7 Monate alten Kindern. Sie hocken wieder auf Mutters Schoß und hier ist wieder eine Wand, aus Stoff diesmal mit Lautsprechern. Und da kommt aus den Lautsprechern kommen 3 Wortsätze mit einsilbigen Wörtern. Ich könnte auch sagen, la-li-la. Ist auch ein 3-Wortsatz mit einsilbigen Wörtern. Und dann kommt wu-fe-wu, bi-bo-bi. Und das Kind guckt und hört sich das an. Und so nach 5 bis 10 Darbietungen dieser Sätze wird es ihm langweilig. Guckt gar nicht mehr hin. Und jetzt kommt's. Sie müssen eine Sache ändern, damit es wieder hinguckt. Nämlich die Grammatik der Sätze. Jetzt bringen Sie plötzlich mal la la li, macht der Kleine. Ja? Wenn Sie vorneweg 5 bis 10 Mal, also wu fe wu, la li la, bi bo bi, also eine Sätze der allgemeinen Form A, B, A gebracht haben, dann wird das Kind, und das ist das Interessante, dem wird es langweilig, weil er sagt sich, das der Kleine sagt sich, das habe ich ja schon gehört. Also wieder das, der Witz ist, Sie können verschiedene Silben nehmen, das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt für das Kind ist, jetzt kommt wieder das Gleiche, nämlich der gleiche Satz letztlich. Und das Kind wendet erst dann sich neu dem Lautsprecher zu, wenn aus dem was Neues kommt. Nämlich nicht mehr A, B, A Grammatik, sondern zum Beispiel A, A, B. Und das machen Kinder mit 7 Monaten. Damit die das können, ja, müssen sie ja in der Lage sein, die Regel aus den Beispielen herauszudröseln, in sich abzubilden, mit dem Neuen zu vergleichen und zu sagen, oh ja, ist dasselbe, kenne ich schon, oder oh, ist interessant, was Neues, gucke ich mal genauer hin. Das machen die mit 7 Monaten. Müssen die auch, denn mit 5 bis 6 Jahren können die Deutsch. Ja. Deutsch können, wenn Sie Lehrbücher sich angucken, des Spracherwerbs, da stehen dann so Sachen drin wie, Kinder lernen, wenn sie richtig beim Spracherwerb sind, alle 90 Minuten ein neues Wort. Stimmt. Kann man ausrechnen, wie viele Vokabeln die können bei der Einschulung, wie lange sie Zeit dafür hatten, wie lange sie schlafen und wach sind und so weiter. Die lernen richtig heftig. Lernen Sie mal alle 90 Minuten im Durchschnitt ein neues Wort. Ja. Aber jeder, der eine Fremdsprache gelernt hat, der weiß, die Wörter sind das Leichteste. Ja, was ist schwierig? Die Regeln der Benutzung der Wörter, sprich die Grammatik. Und die Grammatik, die Deutsche zum Beispiel, das ist so ein Buch, ja, was da alles drinsteht. Meine Lieblingsregel der deutschen Grammatik, die lautet, die Verben, die auf ihren Enden bilden ihr Partizip perfekt ohne GE am Anfang. Ja, Sie lachen. Diese Regel können Sie alle nebenbei. Ich habe mir heute Morgen die Haare geschnitten, aber den Bart nicht gerasiert, nur rasiert. Sie sind am letzten Sonntag den Waldrand entlang gelaufen, aber nicht entlang gespaziert, nur entlang spaziert, oder? Hätten Sie alle so gemacht? Jetzt könnten Sie sagen, Moment mal, also Herr Spitzer, jetzt übertreiben Sie, denn diese Regel habe ich noch nie im Leben gehört. Und unter uns, wer hat die Regel schon mal gehört? Wenn sich einer meldet, dann weiß ich, der unterrichtet Deutsch für Ausländer. Machen Sie, ne? Eben. Also hier hat sich jemand gemeldet und sie nickt, sie hat die unterrichtet Deutsch für Ausländer. Das weiß ich, weil nur wer Deutsch für Ausländer unterrichtet, kennt diese Regel, weil die armen Ausländer müssen die lernen. Ja? Keiner von Ihnen hat sie gelernt. Sie können sie aber alle. Und bevor ich jetzt weitermache, muss ich Ihnen klar machen, dass Sie es wirklich können. Denn Sie werden skeptisch sein, Sie sagen, von wegen, die Regel habe ich noch nie gehört, da sind Sie auch ehrlich. Ja? Und dann könnten Sie sagen, naja, ich habe das halt aufgeschnappt, ich bin natürlich, habe ich immer wieder gehört und gehört und jetzt könnten wir noch eine Weile diskutieren und Sie würden mir dann nach ein paar Minuten, hätten wir die Sache klar, Sie würden nämlich sagen, Regel, keine Ahnung von der Regel. Was ich hier oben habe, ist so eine Art Excel-Tabelle. Ordentlich wie ich bin, habe ich mir es halt gemerkt und habe mir dann die Infinitive und die Partizipien in so einer Tabelle abgespeichert und wenn ich dann rede, gucke ich halt immer nach, ne? Das wär sozusagen die Konkurrenztheorie. Sie haben keine Regel gespeichert, Sie haben einfach sich die Einzelheiten gemerkt. Denn von der Regel haben Sie ja noch nie was gehört, geben Sie es zu.
Außer Ihnen natürlich, ne? Jetzt kann ich Ihnen ganz einfach nachweisen, dass Ihre Excel-Tabellentheorie nicht stimmt. Das ist leicht. Da brauche ich keinen Gehirnscanner und gar nichts. Ich muss mich bloß ja, mit Kindergartenkindern unterhalten. Sind jetzt keine da, dann mache ich das mit Ihnen. Geht nämlich auch. Sie müssen mitmachen. Achtung. Die Zwerge hocken beieinander und quangen. Und am nächsten Tag sagt der eine Mensch gestern Abend, war's toll. Denn wir haben wieder mal so richtig schön gequankt, dankeschön. Und am nächsten Tag hocken die Zwerge wieder beieinander. Und diesmal tun sie partieren. Und am nächsten Tag sagt der eine, gestern war's toll. Wir haben wieder mal so richtig schön partiert, dankeschön. Nicht gepartiert. Was habe ich Ihnen nachgewiesen? Sie haben es ja eben selber gedacht und gemacht. Ei, Sie können Verben beugen, die gibt's überhaupt nicht. Und was habe ich Ihnen damit nachgewiesen? Das ist mir ganz wichtig. Ich habe Ihnen damit nachgewiesen, das können Sie ja nur können, wenn Sie die Regel drauf haben. In Ihre Excel-Tabellentheorie, erinnern Sie sich, die geht nicht, denn da steht nichts. Quangen und partieren haben Sie noch nie im Leben gehört. Ne? Sie machen das richtige Partizip draus. Das klappt nur, wenn meine Theorie stimmt, nämlich Sie haben die Regel im Kopf. Sie können die Regel auf Wörter anwenden, die es gar nicht gibt. Nur, so, nur deswegen haben Sie es alle richtig gemacht. Und ich weiß, dass Sie es alles richtig gemacht haben. Und unter uns, solche Spielchen können Sie mit jeder Regel der deutschen Grammatik machen und damit nachweisen, dass Sie alle Regeln der deutschen Grammatik im Kopf haben. Sie können sie nicht hinschreiben, aber Sie haben es trotzdem im Kopf. Nochmal, wo haben Sie sie her? Keiner hat sie Ihnen beigebracht. Ihr Gehirn hat sie sich beigebracht. Und zwar, weil es so funktioniert. Weil dann, wenn viele Impulse über viele Synapsen gehen, weil immer wieder Ähnliches passiert, ja, sie die Regeln hinter den Einzelheiten automatisch raussaugen und auf sich abbilden und sie hinterher drauf haben. Und es klappt bei der Sprachentwicklung wunderbar. Es gibt manche Skeptiker, die sagen, das ist aber nur bei der Sprache. So stimmt aber nicht. Das ist ganz einfach zu zeigen, dass das gar nicht stimmen kann. Sondern das trifft das Allermeiste, was Sie gelernt haben, ist von dieser Art. Man kann sagen, das meiste, was Sie gelernt haben, das wissen Sie nicht, aber Sie können es. So wie die deutsche Grammatik zum Beispiel. Sie sind, und unter uns ist doch der Witz am Sprechen, ja? Dass Sie eben nicht funktionieren wie ein Kassetten- oder Videorekorder, sondern dass Sie in der Sprachentwicklung eine begrenzte Menge an Wörtern und eine noch begrenztere Menge an Regeln gelernt haben und damit in der Lage sind, eine unbegrenzte Menge an immer wieder neuen Äußerungen hervorzubringen. Das ist ja gerade der Witz am Sprechen, dass Sie nicht genau das wiederkäuen, was Sie irgendwann mal gehört haben, sondern dauernd was Neues machen. Es ist auch der Witz am Lernen, dass Sie nicht einfach das Bruttosozialprodukt von Nigeria wiederkäuen, immer wieder, jeden Tag, ja, sondern dass Sie mit dem, was Sie gelernt haben, immer wieder neue Probleme lösen. Und unter uns so Kleinkram, ja, Geburtsdatum von Brahms, na? Höchster Berg von Grönland, auch vergessen. Bruttosozialprodukt von Nigeria. Ne? Ah, ja, sehen Sie mal. Ist ja auch unwichtig, werden Sie sagen. Recht haben Sie. Das muss man nicht lernen, weil das kann man ja nachgucken. Ja? Aber was Sie gelernt haben, sind allgemeine Regeln und die werden Sie hinterher wieder brauchen. Und das betrifft auch Ihr Weltwissen. Banales Beispiel. Die letzte Tomate in Ihrem Leben, haben Sie sich die gemerkt? Vielleicht können Sie sich noch daran erinnern. Ja, die fünftletzte, die zehntletzte. Wer kann sich an die 100. letzte Tomate erinnern? Wer jetzt sagt, ja, ja, der kommt zu mir in die Ambulanz. Es ist nämlich in der Tat so, dass es Menschen gibt, die können sich an lauter Einzelheiten wirklich einzeln erinnern. Die können das besagte Telefonbuch auswendig. Diese Menschen sind krank, sogar schwer krank oder man kann sagen schwerst behindert. Denn wenn sie wirklich nur alle Einzelheiten lernen und nicht das Allgemeine dahinter, ist dieses Wissen absolut nutzlos. Und sie kommen mit der Welt nicht klar, weil die Einzelheiten ihnen nichts nützen. Was ihnen nützt, ist das Allgemeine dahinter. Ja. Und es wird höchste Zeit, dass wir uns klar, es ist nicht so, dass so lernt man halt im Kindergarten, so lernt man halt vielleicht auch nebenbei noch, aber in der Schule, da wird dann was anderes, da wird, nee, überhaupt nicht. In der Schule wird genauso gelernt. Ja? Und das, was Sie von der Schule jetzt noch mitgenommen haben, ist ganz im Wesentlichen von dieser Struktur. Nochmal, nehmen wir noch ein Beispiel. Wir könnten jetzt ja mal einen Spaß machen. Zettel raus, schreiben Sie auf, was Sie in der gesamten Zeit Ihrer Mathematikunterrichtszeit in der Schule gelernt haben. Jetzt Dalli, Dalli.
Ich wette, bei den meisten von uns, da nehme ich mich ein, genügt ein Zettel dieser Größe. Heißt das, dass Sie Ihre Zeit verschwendet haben im Mathematikunterricht? Nein. Das kann ich Ihnen auch nachweisen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen morgens, nachdem Sie, der Kaffee läuft noch, ja, und Sie gehen zum Briefkasten, holen die Zeitung, schlagen sie auf, erwischen zufällig den Wirtschaftsteil, sehen eine Linie, die geht von links oben nach rechts unten und ärgern sich, dass sie schon wieder ärmer geworden sind. Da denkt keiner, oh, y ist f von x und x ist die Zeit, y ist der Börsenkurs, Tangentensteigerung ist negativ. Nee, sie sehen die Linie und wissen, sie sind ärmer, ohne nachzudenken. Es geht ruckzuck. Ja? Warum? Weil sie in der Schule gelernt haben, dass sie einen funktionalen Zusammenhang zwischen zwei Variablen als Graphen darstellen können, dessen Eigenschaften ganz klar aus dessen Verlauf hervorgehen. Das haben Sie, wenn Sie es gelernt haben, das können Sie nur in Mathematik gelernt haben. In keinem anderen Fach lernt man sowas. Vielleicht noch in Physik. Ja. Sie haben Einzelheiten, die wenigsten können integrieren und differenzieren, was man so in Mathe-Oberstufe macht. Das vergisst man wieder. Was man nicht vergisst, ist, dass es solche grafisch dargestellten Zusammenhänge zwischen Variablen gibt und was diese Kurven uns im Prinzip sagen. Denn wir haben oft genug Kurven diskutiert. So nennt man das ja, was man da in 12 oder in 11 macht. Ja. Und die Einzelheiten, die bleiben weg. Aber es bleibt aber was hängen, nämlich das Prinzip. Und dieses allgemeine Prinzip, mit dem finden wir uns in der Welt wunderbar zurecht. Ja. Es ist ganz wesentlich, sich klarzumachen, so funktioniert Lernen. Ja, und noch einmal, das Allermeiste von dem, was Sie gelernt haben, das wissen Sie nicht, Sie können es. Oder noch mal anders, Ihr Gehirn lernt sowieso immer, ob Sie das wollen oder nicht. Wenn Sie verhindern wollen, dass ein Gehirn lernt, müssten Sie es schon ins Koma legen. Ja? Sobald da oben Impulse über Synapsen rauschen, lernt es. Denn wenn Impulse über Synapsen rauschen, das einigermaßen regelhaft passiert, und das liegt schon daran, dass die Welt regelhaft ist, dass das passiert, und unsere Sprache und vieles andere auch, ja, dann gibt es da oben Regeln. Und die werden abgebildet dadurch, dass sie Dinge verarbeiten. Ich weiß, manche sagen, ah ja, der Spitzer redet so Sachen wie das Gehirn lernt immer als so ein Blödsinn, der kann ja nur von der Uni kommen, hat von Praxis keine Ahnung, ich bin Lehrer, jeden Morgen habe ich 30 Gegenbeispiele vor mir sitzen, ne? Ihnen ist jetzt klar, dass ich trotzdem recht habe. Ja? Das Gehirn lernt nicht immer das, was Sie wollen, dass es lernt. Ja? Aber es lernt. Und es lernt auch alles mögliche andere in dieser Weise. Zum Beispiel sich verhalten. Wir können jetzt auch von Ethik, Moral, Benehmen und sonst was reden. Ja, wie lernen Sie das? Iss dein Teller leer, mach deine Hausaufgaben, kippel nicht auf deinem Stuhl, bohr nicht in der Nase, sei lieb zu Mama und Papa und sei pünktlich in der Schule. Was hat der Kleine gelernt? Da ist einer, der macht immer hüllululul. Ja. Die Allgemeinen. Was Sie da sagen, das geht da rein und da raus. Aber die allgemeinen Dinge dahinter, nämlich dass da eine, das bleibt eben hängen. Ja? Wenn Ihnen das mal klar ist, dass unser Gehirn so funktioniert, es saugt die regelhaften Dinge, die es angeboten bekommt, raus und bildet sie auf sich ab und benutzt sie für die Steuerung zukünftigen Verhaltens. Die Regeln haben wir nicht spaßeshalber im Kopf. Mit denen können wir sprechen, mit denen können wir in der Welt umgehen und so weiter. Und dafür sind die da. Ja? Dann ist klar, wie Lernen funktioniert. Und wenn Sie wissen, was ein 7-monatiges Baby alles zustande bringt, ja, dann ist sofort klar, ich war involviert, zwar nur am Rande, leider muss ich sagen, nur am Rande und so ein bisschen als Ghostwriter im Schreiben des neuen Orientierungsplans für die baden-württembergischen Kindergärten. Und da gibt es dann wirklich Leute, ich nehme mal an wohlmeinende Leute von, ich sage mal, Trägern, die sagen, ach, der Spitzer mit seinem Lernen im Kindergarten wird nicht gelernt. Da wird gespielt. Ich kann den Leuten nur sagen, die haben keine Ahnung von Kindern. Kinder lernen wie blöd. Ja? Und zwar von ganz frühem Alter an. Die lernen schon vor der Geburt. Nachgewiesenermaßen. Amerikaner haben Mütter gefragt, sagte mal, guck dir diese, es war irgendeine Fernsehsendung, Neighbors hieß die, die lief da jeden Tag. Ja? Und dann haben sie die Mütter gefragt, guck dir die. Und wenn die Mutter gesagt hat, jeden Tag gucke ich mir die an, lege ich mich mehr hoch, Beine hoch und habe ich es gemütlich. Und dann gucke ich mir die Sendung an. Die Sendung hat eine Erkennungsmelodie.
Und dann hat man diese Mütter einbestellt und noch ein paar Mütter, die nicht Fernsehen guckten. Und hat den Müttern mit einem Uterus-Lautsprecher, ja, ein Lautsprecher hier auf dem Bauch, dicken Bauch, ja, Lautsprecher drauf, Melodie vorgespielt. Und mit Ultraschall geguckt, was macht der Kleine. Und wenn der Kleine diese Melodie auch schon x-mal gehört hat, ja, dann fängt er sofort an und strampelt, weil er weiß, die Mutter hat jetzt Ruhe, jetzt bin ich mal dran. Ja. Wenn der Kleine diese Musik nicht kennt, macht er das nicht. Ja. Und nebenbei, wenn der Kleine geboren ist und sie spielen ihm die Musik vor, die er schon kennt, ja, ist er gleich ganz beruhigt, weil er kennt die ja schon. Und der, die die nicht kennt, ist nicht beruhigt. Also Sie können zeigen, erstens, Musik merkt sich der Kleine schon im Mutterleib, der lernt schon im Mutterleib. Zweitens, auch nach der Geburt weiß er noch, was er im Mutterleib gelernt hat. Das kann man nachweisen. Ja, das ist keine Hypothese, keine Theorie. Das ist so. Ja. Wie gesagt, wer sagt, im Kindergarten wird nicht gelernt, der hat entweder ein völlig falsches Bild von Kindern oder ein völlig falsches Bild von Lernen oder beides. Und es gibt viele Leute, die sagen das heute noch. Ja, und beschweren sich, dass man jetzt auf diese Dinge in den Kindertageseinrichtungen, wie sie ja so schön heißen, dass man da irgendwie sich darüber Gedanken macht, wie können wir das besser hinkriegen. Also denken Sie an die Finken, die da ihre Nüsse verstecken. Ja? Wie können wir vermeiden, dass jemand, der vielleicht jetzt gerade Nüsse verstecken will, dass wir dem nur gemahlene Nüsse geben und er es nicht kann. Und dann irgendwann mal hat er eben die Chance nimmer, sich da auszuleben und dann hat er eben auch diese Anlage verspielt. Wie können wir das vermeiden? Das ist ganz schön heftig, wenn man das Problem mal so sieht, denn plötzlich denkt man, um Gottes Willen, jeder Tag im Kindergarten, wo wir nichts rechts gemacht haben und wo nichts los war und wo Personalmangel herrschte, dass sich nur einer um nasse Nasen und was sonst noch alles Nasses kümmern konnte und sonst konnte man halt nichts machen. Jeder Tag ist verloren. Ja? Wenn Sie so mal den Kindergarten betrachten, dann ist plötzlich klar, wie viel Anstrengung da reingehört und auch, dass da natürlich die cleversten Lehrer und die cleversten Erzieher und die cleversten Leute müssen zu den kleinsten Kindern, weil da können sie am meisten falsch machen. Und wenn sie es richtig machen, haben sie den größten Effekt mit Abstand. Ja. Und wir wissen heute, ja, dass Lernprozesse eben im frühen Alter ganz schnell gehen und dann in der Geschwindigkeit rasant abnehmen. Sodass der 20-Jährige, der lernt viel, viel langsamer als der 10-Jährige und dennoch lernt viel langsamer als der 5-Jährige. Wo würden Sie, wenn Sie einen Euro übrig haben und den in Lernen investieren, wo würden Sie ihn investieren? Das folgt unmittelbar aus der Neurowissenschaft. Je früher, je besser, also im Kindergarten. Ja? Dass also der Kindergarten was kostet und die Uni umsonst ist, das lässt sich neurowissenschaftlich nicht rechtfertigen. Ja? Das muss man mal klar sagen. Was am meisten gelernt wird letztlich, ja, sind soziale Dinge. Es wird sprachlich, der sprachliche Umgang wird gelernt. Deswegen habe ich auch meine Beispiele daraus gewählt. Natürlich lernen Kinder auch andere Dinge. Ja. Aber es kommt jetzt nicht drauf an, damit ich nicht missverstanden werde, den Kindergarten zu verschulen. Überhaupt nicht. Ja. Also wenn ich sage, jetzt machen wir also dreimal die Woche Frontalunterricht Physik im Kindergarten und wir haben nur Einsteins drauf. Das wäre völlig falsch. Im Gegenteil, sich zu überlegen, was brauchen die Kinder in dieser Altersstufe, was ist denen gemäß, ja, ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man jetzt sozusagen anfängt und schon Lehrpläne für Kindergarten schreibt, ja, da muss man ganz arg aufpassen, dass man jetzt nicht anfängt, okay, Seite 1, Physik und so weiter, dann machen wir noch ein bisschen Chemie und dann machen wir noch ein bisschen Weltall und dann haben wir die Kinder fortgebildet. Das ist falsch, ganz falsch, ja. Sondern Kinder stellen dauernd Fragen, sind interessiert und dass man da auf sie eingeht, das Ganze ein bisschen strukturiert. Immer nur warten, bis was passiert, muss man auch nicht. Man kann ein bisschen strukturieren, aber eben aufpassen, dass man die Kinder da abholt, wo sie sind, wo jedes Kind gerade selber ist und jedes Kind ist anders und dieser Andersartigkeit eben auch gerecht werden, wodurch es natürlich auch Leute braucht, die das dann können, ja, und die das auch machen. Das ist ganz wichtig, dass wir das hinkriegen. Dass wir auch lernen, ja, was ist jetzt für das Kind, auf welchem Stand ist denn das? Dass wir also so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie weit Kinder wann sind, was sie jetzt gerade interessiert, was sie schon mal gemacht haben, wo die Stärken sind. Und dass wir sie eben in den Stärken weiter stärken und nicht dauernd mit ihren Schwächen triezen. Das ist aus der Reha gut bekannt. Wie machen Sie gute Reha? Arbeiten mit den Stärken der Patienten und triezen sie nicht mit ihren Schwächen. Ja, das wissen wir, dass nur das funktioniert, das andere frustriert. Im Kindergarten ist es genauso. Ja.
Psychotherapieforschung, was kam raus? Man wollte wissen, welche Therapieform für welche Krankheit gut ist. Nichts kam raus. Aber eine ganz andere Sache kam raus. Sie können die erste Therapiestunde filmen und wenn Sie sich den Film angucken, wissen Sie schon, ob die Therapie in 3 Jahren erfolgreich ist. Wenn die nämlich miteinander können, Therapeut und Klient, wenn da einigermaßen eine warme, verständnisvolle Atmosphäre herrscht, ist die Therapie, egal was die machen, Hand auflegen, im Liegen, im Stehen, im Sitzen, völlig egal, ja, die Therapie ist in 3 Jahren erfolgreich. Wenn aber in dieser Stunde Sarkasmus, Ironie, Gefühlskälte herrschen, dass man sich runtermacht gegenseitig, dann können die machen, was sie wollen. In 3 Jahren ist es nicht erfolgreich. Ja? Das trifft für Unterricht genauso zu und für das, was man im Kindergarten macht. Ja? Ist doch klar. Und das müssen wir uns auch so klar machen. Ja? Natürlich ist Physikdidaktik in der 8. Klasse auch wichtig. Und dazu hat die Hirnforschung nebenbei 0 Beitrag geleistet. Wird sie wahrscheinlich auch nie. Natürlich braucht man Didaktik und man muss sich überlegen, wie bringe ich welche Inhalte in welchem Alter bei. Wenn ich es aber falsch mache, dann nützt die beste Didaktik nichts. Und wenn die Beziehung zu den Kindern nicht stimmt, dann mache ich es schon falsch. Wenn, ich habe das Bildchen ganz bewusst immer noch da liegen, ich rede nämlich immer noch genau darüber. Ja? Synapsen ändern sich, wenn sie benutzt werden. Für diejenigen, die Mühe haben, sich so lauter so Wissenschaftskram zu merken, jetzt kommt ein Gleichnis. Ich meine, so an dieser Stelle kann man Gleichnisse ja gut erzählen. Ne? Ist mal so, von der Kanzel sind Sie Gleichnisse gewöhnt. Ne? Also jetzt kommt mal ein Gleichnis. Das ist wirklich nur ein Bild, nur ein Gleichnis, aber es macht vielleicht was klar. Es gibt den Begriff der Gedächtnisspur, haben Sie alle schon mal gehört. Heute wissen wir, wie clever der gewählt ist. Er ist 100 Jahre alt, damals wussten die es nicht, heute wissen wir es. Stellen Sie sich folgendes Bild vor. Einen Park, so viel Neuschnee, Pulverschnee und ein bisschen Wind. Leute laufen in dem Park rum, stapfen so durch den Schnee. Die Spuren verweht es wieder, weil das ist Pulverschnee und da kommt Wind. Stellen Sie sich weiter vor. Hier ist eine Glühweinbude in dem Park, an einem Eck. Und hier am anderen Eck des Parks ist eine Toilette. Naja, mancher, der hier war, geht dann dahin. Das nicht jeder, aber mancher. Das heißt, es gibt eine gewisse Regel der Benutzung des Parks. Ja? Die trifft halt manchmal. So, jetzt stellen Sie sich vor, am Abend, Tag ist rum, stehen Sie auf einer Anhöhe und gucken auf den Park. Was sehen Sie? Einen Trampelpfad von da nach da. Eine gebrauchsabhängig entstandene Spur. Hier laufen nicht Leute durch den Tiefschnee, aber es laufen Impulse über Synapsen. Der Nettoeffekt ist der gleiche. Es entstehen gebrauchsabhängige Spuren. Ja. Und die entstehen noch einmal dadurch, dass da Regeln in der Welt sind. Wenn alle immer regellos durcheinander laufen, entstehen hier oben keine Spuren. Das ist sogar mittlerweile nachgewiesen. Ja. Aber es gibt es eigentlich gar nicht, dass es völlig chaotisch ist. Alles. Ja. Die Sprache enthält Regeln, die Welt enthält Regeln, das Miteinander enthält Regeln, also unsere Handlungen, unser Sprechen, die Welt selber. Es ist alles regelhaft und da kann das Hirn gar nicht anders als lernen, nämlich die Regeln dahinter. Und das macht es dauernd. Und wie gesagt, je jünger es ist, desto besser. Und je mehr Spuren sie da oben haben, ja, desto besser. Nebenbei. Das Spurenbild ist gar nicht, hat noch viele Eigenschaften, die machen das sehr sympathisch. Zum Beispiel folgendes: Nehmen Sie an, der Glühweinbudenbesitzer hat jetzt keine Lust mehr und am nächsten Tag macht sein Nachbar auf. Kommen Sie nur rum. Der Nachbar, ja, der verkauft jetzt Glühwein, der nicht. Wie laufen die Leute jetzt dahin? Die laufen nicht durch den Tiefschnee da. Nee, die laufen ums Eck und nehmen die Spur, die schon da ist. Viel einfacher. Hier ist es auch so. Wenn hier oben Spuren entstanden sind, werden die weiter benutzt, auch wenn sie gar nicht mehr so gut passen. Muss man auch wissen. Insofern, und je mehr Sie so eine Spur benutzen, ja, umso trampeliger wird der Pfad, also umso ausgetretener, umso weiter, tiefer und breiter wird er. Wenn Sie also da oben die falschen Spuren schon mal angelegt haben, wird es umso schwieriger, die richtigen reinzutun. Also machen wir doch besser die richtigen rein. Gleich. Da sind wir miserabel. Ja? Denn wenn wir jetzt denken, aha, in der frühen Kindheit müssen wir nur die richtigen Spuren da oben machen. Ne? Oder mir wurde wirklich schon von Kindergartenkostenträgern vorgeworfen. Aha, machen wir jetzt noch Schneewalzen im Parken mit den Kindern den ganzen Tag. Na, Blödsinn. Nebenbei, wenn sie alles plattwalzen, haben sie auch keine Spuren. Deswegen wäre das ganz schlecht. Ja? Sie brauchen schon Spuren. Also eine
Eine Strukturierung des Gehirns, sprich dessen, was uns ausmacht, durch unsere Erfahrungen. Und die erfolgt automatisch. Aber wenn Sie die richtigen Erfahrungen machen oder dafür sorgen, dass die gemacht werden, entstehen die richtigen Spuren. Wenn Sie die falschen Erfahrungen machen lassen, entstehen die falschen Spuren. Kann das passieren? Und ob? Beispiel. Ich habe vorhin schon gesagt, das kleine Kerlchen reagiert darauf, wenn es was sieht und geschaukelt wird, weil das gleichzeitig ist. Es reagiert auch sehr darauf, wenn es was sieht und was hört, wenn es genau gleichzeitig ist, weil es dann versteht das Gehörte und das Gesehene viel besser, wenn es zusammen ist. Großmütter schenken ihren Enkeln Bewegungs- nach Lärmkonverter, man nennt sie auch Rasseln. Dann kann man das immer ausprobieren, ja? Wenn ich so mache, rasselt es. Genau da, wo ich so mache, nicht da oder da. Wenn ich aber vor dem Fernseher hocke, dann wackelt es da am Bildschirm und das Gerassel kommt von da aus dem Lautsprecher. Das macht uns alle nichts, wenn wir Fernsehen gucken, weil wir wissen ja, es gehört zusammen. Das müssen wir aber erst lernen, wenn wir klein sind. Dadurch, dass wir mit Gerassel und Gewackel eben zusammen, dass das wirklich gleichzeitig kommt. Unser Gehirn ist genial im Aufsaugen von Gleichzeitigkeit. Denn Gleichzeitigkeit zeigt Regelhaftigkeit an. Und unsere Gehirnrinde ist wirklich ganz gut im Entdecken von Gleichzeitigkeit. Nun kommt aber die Bildsoße und die Klangsoße aus dem Lautsprecher und aus dem Bildschirm oft zeitlich versetzt. Und es kommt sowieso räumlich versetzt. Was kann der Kleine also über die Welt, über Objekte und so weiter, Objekthaftigkeit lernen, wenn er Bildschirm guckt? Nix. Oder viel, viel weniger. Da kann der Bildschirm noch so bunt sein. Einfach dadurch, dass er halt nur Bildsoße und Klangsoße liefert, was nicht gut zusammenpasst, kann man über Bildschirme und Lautsprecher, über die Welt nicht so viel lernen, wenn man ein oder zwei oder drei Jahre alt ist, als wenn man mit dem Zeug wirklich umgeht. Unabhängig vom Programm, muss man mal sagen. Ist völlig egal. Und wenn der tollste Tierfilm läuft, mit zwei ist der Gift. Ich sag